Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Infovideo auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute darum, euch zu zeigen, wie ihr den Fair System Sound Design Launcher bekommt, wo ihr den herbekommt, wie der funktioniert, wie der installiert wird, wie ihr euch anmeldet und, und. Ich werde euch auch noch in einem gesonderten Video mehr zum Busboard erklären, wie ihr den erklärt und so weiter. Ich würde sagen, wir kümmern uns als erstes mal um den Launcher. Und zwar ist das dieser hier. So sieht er aus. Ich werde euch jetzt gleich auch mal zeigen, wo ihr den herbekommt. Und zwar gehen wir dazu ins Internet. Ich habe mir da jetzt ein Lesezeichen zugemacht. Und zwar findet das Ganze hier statt. Beziehungsweise, wartet mal. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Machen wir das mal kurz so, damit ihr das auch sehen könnt. Und zwar ist das die neue Seite von Fair Systems Sound Design. Beziehungsweise, das ist die offizielle Seite. Wenn ihr die Seite besucht, dann findet ihr das hier. Ein kleines Erklärvideo hier, beziehungsweise so eine Einblendung, so ein Video. Und ja, dann geht ihr hier runter. Dann seht ihr hier halt, willkommen bei Fair Systems Sound Design. Und dann könnt ihr euch hier ein bisschen durchlesen, worum es geht und so weiter und was sie alles so machen. Und das sind dann halt die Ansagen-Tools, Trainboard, Busboard, Flightboard, Soundboard. Und ich werde euch jetzt zeigen, wie ihr den Launcher bekommt zum Busboard und so weiter, Abo und so weiter. Das werde ich euch alles nach und nach Schritt für Schritt erklären. Kümmern wir uns jetzt erstmal um den Launcher selber. Und zwar geht ihr dazu hier auf den Launcher, also hier oben, Installation, da steht es ja auch schon. So, dann sucht ihr euch aus, was ihr, dann geht ihr hier weiter runter und dann könnt ihr hier zum Launcher gehen. Und dann seht ihr hier auch die Systemanforderungen, die ihr mindestens haben, die euer PC mindestens haben sollte. Betriebssystem Windows 10 oder Windows 11. Prozessor 4 Core oder mehr. Festplattenspeicher 300 MB mindestens. Arbeitsspeicher 6,0 GB RAM. Und Microsoft Net Framework 7.0x64 OS. So, dann geht ihr hier auf zum Launcher drauf. Klickt da drauf und dann bekommt ihr den. Das ist nämlich der Clou, den bekommt ihr kostenlos. Ja, also den könnt ihr euch kostenlos kaufen. Ihr seht es ja, 0 Euro. Den könnt ihr euch dann in den Warenkorb legen oder halt als Sofortkauf ja, praktisch dann schon runterladen und euch installieren. Ja, wenn ihr das dann gemacht habt, dann müsst ihr natürlich die Zum Download benötigt ihr einen Kundenaccount. Ja, also ihr könnt den jetzt nicht einfach so da auf die Seite gehen und den runterladen. Ihr solltet euch schon anmelden und die ZIP-Datei dann entpacken. Und ihr könnt euch dann auch eine Verknüpfung auf dem der Fair System Launcher Exe auf dem Desktop anlegen. Dann könnt ihr einfach schneller darauf zugreifen. Dann braucht ihr halt nur auf dem Desktop darauf Doppelklick und dann öffnet der sich. Es ist einfach leichter dann zu finden. Nutzungsbedingungen zu diesem ganzen System oder Launcher werden nur beim ersten Mal, beim ersten Start angezeigt und können aber immer wieder erneut angezeigt werden. Es gibt ein Infofenster für Kundeninformationen wie Serverarbeiten etc. und Updates werden direkt über den Launcher angekündigt. Also ihr werdet immer auf dem Laufenden gehalten, wenn es irgendwelche Updates gibt, wird das über den Launcher selber angezeigt. So. Wenn ihr euch den dann runtergeladen und installiert habt, dann sieht der so aus. Und ich habe hier auch eine Verknüpfung, wie ihr seht. So sieht das dann aus, diese Verknüpfung. Und dann könnt ihr da halt doppelt klicken machen und dann öffnet sich dieses Fenster. Dann könnt ihr euch hier anmelden. Ja, ihr seht hier Infos, Account, News, Support und so weiter. Da könnt ihr dann überall draufklicken. Info zum Beispiel. Ne? Dann könnt ihr Infos über den Busboard und so weiter. Account. Da seht ihr dann halt, ne, so funktioniert zum Beispiel die Registrierung. Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, Telefon. Ne, falls euch der Support mal irgendwie kontaktieren möchte, könnt ihr aber selber entscheiden, ist kein Muss. Passwort natürlich. Ist verständlich, dass das hier gepunktet ist. Ne? Euer Launcher-Kennwort. Ne, das ist dieses Feld, dieses Passwort, was ihr hier eingebt, wenn ihr euch anmeldet. Ja, da müsst ihr hier ein Passwort angeben. Und das braucht ihr dann auch hier
beim Launcher auf der Seite selber dieses Launcher-Kennwort. So, da müsst ihr heute noch die Datenschutzerklärung und so weiter bestätigen, eine Verhaltensregeln und so weiter, zustimmen ist logisch und Account erstellen. Dann noch kurz bestätigen, ob ihr kein Roboter seid und dann könnt ihr euch kostenlos anmelden bzw. registrieren. So, so viel dazu. Dann die News. So, dann die News. Ja, da bekommt ihr immer aktuelle News, alles rund um Fair-System, um neue Szenarien, um Service, falls die Seite in Besonderheiten vorliegen oder Wartungsarbeiten und so weiter. Ob hier neue Szenarien gibt, hier zum Beispiel neues Bus-Szenario Linie 621 oder hier eine neue neues Szenario für den Train. Für den TS, ne, S26 nach Telto-Start und so weiter, das so viel dazu. Dann seid ihr immer up to date, wenn ihr irgendwelche Updates oder News von Fast System angekündigt seid, sind. So, dann könnt ihr den Support anklicken, falls ihr irgendwelche Probleme mit dem ganzen System habt. Dann steht hier die ganzen Hilfe und so weiter und könnt ihr euch. Benötigen Sie Unterstützung, dann könnt ihr hier ein Ticket erstellen und so weiter und euch dann an den Support wenden. So. Und dann gibt es natürlich noch die Nutzungslizenz. Ja, versteht sich von selber, die ihr dann auch beim ersten Mal bestätigen müsst. Der läuft hier unten ab. Und wenn die 20 Sekunden abgelaufen sind, dann steht da, habe ich gelesen und so weiter. Ja, das versteht sich von selber, dass das, ja, ich kann es noch nicht mal schließen. Warten wir eben bis die 5 Sekunden noch und dann bestätigen wir das, dass die gelesen und verstanden haben. Dann verschwindet das wieder. Und ja, hier noch die über Fair System Sound Design selber, aber ich glaube, das braucht man nicht. Gehen wir dann auf Anmelden. Dann müsst ihr euch mittels eures Login, was ihr ja erstellt habt auf der Seite, eure E-Mail-Adresse und euer Passwort. Wenn ihr das einmal eingegeben habt, bleibt das immer hier stehen. Also ihr braucht das nicht jedes Mal neu eingeben. Geht dann auf Login. Und dann seid ihr, dann steht, also steht bei euch Willkommen zurück und euer Name. Das könnt ihr ja dann selber entscheiden, wie der da, ne, da steht. Und dann ist hier der Haken, ihr seid angemeldet. Dann geht ihr auf den Busboard. Und dann taucht dieses Feld auf. Da könnt ihr euch dann, das ist der eigentliche Busboard, dann könnt ihr, ne, ihr seht dann auch, ihr Abo ist aktiv. Und dann könnt ihr euch hier die verschiedenen Szenarien aussuchen. Jetzt zum Busbot selber. Ihr könnt hier zum Beispiel die Lautstärke einstellen. Also das ist die Lautstärke vom Player. Ja, da könnt ihr euch selber einstellen, wie laut ihr das haben wollt. Also praktisch die Ansagen, wie laut die sein sollen. Ich würde sagen, so 50% reicht eigentlich. Zwischen 50 und 60% reicht, weil sonst sind die einfach zu laut. Das ist unangenehm, finde ich zumindest. Ich denke mal, so 50, 60%, da dürftet ihr die Ansagen immer noch ganz gut verstehen. Ihr könnt ihr die Sichtbarkeit verändern. Also wie stark der Player sichtbar sein soll. Könnt ihr ihn auf 0, auf 30% stellen, dann ist er kaum sichtbar. Ich würde auch so immer, ich würde ihn auf 100% lassen, dann seht ihr den immer. Also ist jedenfalls meine Einstellung. Ihr könnt das natürlich individuell machen, wie ihr das haben wollt. So, dann kümmern wir uns mal um die Szenarien selber. Und zwar. Seht ihr ja hier Land, Deutschland. Im Übrigen muss ich euch noch sagen, dass alle Daten verschlüsselt sind, die ihr da angebt, also euer Name, Geburtsdatum und so weiter, beziehungsweise nicht Geburtsdatum, aber Passwort und so weiter, E-Mail-Adresse und alles. Die Daten sind alle verschlüsselt, also da braucht ihr keine Angst haben. Es ist kein Account-Sharing möglich, Weitergabe von Benutzerkonten und auch Passwort ist nicht möglich, dieses weiterzugeben. Also es gibt kein Account-Sharing. Nicht, dass jetzt irgendwie ihr meint, ja, ich habe einen Kumpel, der möchte auch gerne das haben und möchte dafür nicht bezahlen. Dann gebe ich das einfach weiter. Ist nicht möglich. Hat Fair System so festgelegt und ich finde, da kann man sich auch, muss man sich auch dran halten. Es wird auch nichts auf den Rechner hinterlegt oder gespeichert. Die Installation der Szenarien erfolgt direkt nach dem Kauf automatisch.
Im Fernbus-Simulator. Also Voraussetzung ist ja eh, dass ihr im Besitz des Fernbus-Simulators seid. Der müsst ihr natürlich separat bei Steam erwerben. Aber ich glaube, das versteht sich ja von selber. Ein vollständiges Szenario ist kostenfrei, auch im Testabo. Dabei ist die Linie 100 von Berlin nach Nürnberg zu fahren in dem Testabo. Die könnt ihr dann absolvieren. Ich finde ich bin selber gefahren, ihr seht, habt es ja gesehen auf meinem Kanal, ein sehr, sehr schönes Szenario. Ist lang, aber sehr schön. Von Berlin, meiner Lieblingsstadt, nach Nürnberg, ins Fränkische. Neben den kostenpflichtigen Abos bzw. Szenarien gibt es auch kostenfreie Szenarien wie den Airport Frankfurt. Der ist zum Beispiel kostenfrei. Und es werden immer wieder weitere Szenarien nach und nach folgen. Zum kostenfreien Abo. Ihr habt ein 14-tägiges Testabo. Ja, also das läuft 14 Tage. Habt ihr praktisch ein Testabo? Könnt ihr euch mit dem ganzen Busboard und mit den Ansagen und so weiter vertraut machen? Nach den 14 Tagen, ganz wichtig, läuft das nicht weiter oder fällt dann nicht direkt automatisch in ein kostenpflichtiges Abo, sondern es endet. Ja, also wenn ihr dann weiter das haben wollt, müsst ihr euch dann ein kostenpflichtiges Abonnement zulegen. Weil das Testabo endet nach den 14 Tagen. Also das wird nicht weiter laufen. Ja, so viel dazu. Updates wie zum Beispiel erfolgen automatisch mit Aufforderung zum Update. Also ihr müsst diese, ja, es gibt halt eine Aufforderung, ihr müsst die Aufforderung dann praktisch bestätigen und dann gibt es diese automatischen Updates. Also wenn ihr dann den Launcher installiert habt, kann ich euch das ja nochmal zeigen. Also ihr habt den Launcher installiert. Ja, hier. Nochmal zurück. So, dann müsst ihr natürlich, dann kommt ja, habe ich euch ja vorhin gezeigt, dann startet der Launcher und ihr müsst euch den Busbot installieren. Bei mir habe ich das so gemacht, dass er dann praktisch der wird dann geht hier praktisch auf hier drauf und dann müsste der eigentlich ja, auf Benutzer und müsste sich dann eigentlich hier fest ist im Soundboard. Ne, das ist nicht, das ist das andere. Da, ja, Fernbus. Ich kann es euch hier nochmal zeigen, wie der installiert wird. Das jetzt hinkriegt, heißt das. Also hier ist auf jeden Fall die Verknüpfung. Und dann kommt das so halt. So, das mit dem Installation des Busbots zeige ich euch dann noch in einem gesonderten Video. Jetzt geht es erstmal darum, sich hier mit den Szenarien und so weiter zurechtzufinden. Wie gesagt, ihr könnt euch dann das Land aussuchen, welche hier verfügbar sind. Bei mir wären das Deutschland und Niederlande. Dann die Stadt, in der ihr fahren wollt oder von der ihr starten wollt. Bei mir wäre das immer mit Berlin, Dortmund, Frankfurt und München. Und ihr könnt euch dann die Linien aussuchen, die dort verfügbar sind. Also in Deutschland und in der Stadt Berlin wären praktisch jetzt die Linie 100 verfügbar, die Linie 125 Berlin-Amsterdam und die Linie 600 Berlin-München. So, ihr könnt euch dann, jetzt nehmen wir mal die Linie 100 Berlin-Nürnberg, könnt euch dann mittels Szenario-Info über die Abfahrtszeit, über den Start des Ganzen und das Ziel des Busses informieren. Des Weiteren könnt ihr euch über die Zwischenhalte informieren, die ja ganz wichtig sind. Einmal Potsdam Busbahnhof und Leipzig Hauptbahnhof. Dort wird der Bus einen Zwischenhalt einlegen. Und eine Rastpause auf der A9. Also ihr müsst euch natürlich dann auch, ihr solltet euch immer per Szenario-Info darüber informieren, wie das ganze Szenario abläuft.
damit ihr auch die Pausen rechtzeitig macht, weil es bringt ja nichts, wenn ihr fahrt und ihr macht keine Pause. Und das wäre dann blöd, weil ihr dann natürlich mit den Ansagen nicht mehr hinkommt. Das passt dann nicht mehr. Also ihr solltet euch mittels Szenario-Info immer informieren, wie ist das Szenario aufgebaut, wo fahre ich los, wo mache ich Zwischenhalte und wo mache ich Pause. So, dann starten wir das Szenario mal, würde ich sagen. So wird das dann ablaufen. Szenario wird geladen. Das dauert einen kleinen Moment. So, und dann könnt ihr das hier minimieren und das wäre dann der eigentliche Player. Busbot Player. Ihr seht es ja auch hier oben. So, dann steht hier Linie 100 Berlin-Nürnberg, Potsdam-Leipzig. Das sind die Zwischenhalte. So, und als allererste aktuelle Ansage wäre, würde jetzt die Begrüßung in Berlin kommen. Und hier drunter seht ihr Parking, Rastpause A9. So, wenn ich das jetzt hier abspiele, ihr könnt das, ich mache das jetzt hier mit der Maus, aber im Fernbus-Simulator könnt ihr das mit der Taste 0 auf dem Nummernpad aktivieren. Und es gibt auch Szenarien für Fernbusse und Linienbusse. Ihr habt das ja in den Videos gesehen, auf meinem Kanal, dass ich da auch Linienbusse gefahren bin. Und ihr könnt auch Szenarien pausieren und später weiterspielen. Das habe ich ja auch schon des Öfteren gemacht. Ihr könnt den Player direkt im Bus oder auf einem zweiten Bildschirm angezeigt oder anzeigen. Ich habe zwei Bildschirme und bei mir mache ich das immer so, da der E während des Videos nicht eingeblendet wird, warum auch immer, mache ich das immer so, dass ich habe zwei Bildschirme und ich mache den immer auf den zweiten Bildschirm, sodass ich dann genau sehe, welche Ansage gerade aktuell ist. Und so kann ich immer schön nachvollziehen, okay, die Ansage kommt jetzt, ja, das stimmt. Und ich mache das jetzt einfach mal, wie gesagt. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Carsten Schmidt und ich begrüße Sie im Namen unserer Busgesellschaft. Herzlich. So, ihr könnt das Ganze dann wieder enden, pausieren, da fängt das wieder bei 0 an. Und hier könnt ihr die Ansagen durchswitchen. Als nächstes würde dann kommen Ankunft Potsdam. Die würde dann so klingen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir nähern uns jetzt unseren Zwischenhalt in Potsdam Busbahnhof. Das als nächste Ansage würde da kommen die Begrüßung für die neuen Fahrgäste, die in Potsdam eingestiegen sind. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, diese Ansage ist dafür, dass ihr euch der Haltestelle nähert. Ja, also dem nächsten Zwischenhalt. Dass ihr praktisch gerade von der Autobahn gefahren sind und es sind jetzt noch, sagen wir mal, 20 oder so Kilometer bis zur Ankunft. Dann spielt ihr das hier ab. Diese Ansage ist wirklich nur dafür da, wenn ihr praktisch wieder im Bus seid, wenn ihr die neuen Fahrgäste eingecheckt habt, dann könnt ihr diese Ansage abspielen. Das würde dann die Begrüßung Potsdam sein, also für die neuen Fahrgäste, die dort eingestiegen sind. Und ihr braucht die auch nicht weiter switchen. Wenn ihr eine Ansage abgespielt habt bis zum Ende, dann schiebt sich das selber weiter. Ja, also dann, ihr braucht da nicht irgendwie drauf achten, oh, hat er sich jetzt weitergeschoben? Nein, das macht er selber. Ja, wenn eine abgespielt ist, schiebt sich das praktisch weiter und das würde dann die nächste aktuelle Ansage sein. Das würde dann hier links stehen und aktuelle Ansage heißen und dann würde dann nächste Ansage, beziehungsweise dann wieder aktuelle Ansage Ankunft Leipzig, nächste Ansage dann wieder für die nächsten Fahrgäste, Grüßung Leipzig. So, nächste Ansage wäre dann Rastpause A9. Ne, gar nicht. Das würde jetzt erst sein. Richtig. Sehr geehrte Fahrgäste, wir werden jetzt eine kurze Pause von 15 Minuten einlegen. So, dann geht's weiter. Wenn die abgelaufen ist, kommt die Ansage, Ende Rastpause, Ankunft Nürnberg und dann noch Verabschiedung Busfahrer und das war's dann. Ja, also das wäre die allerletzte Ansage in diesem Szenario, Verabschiedung Busfahrer. Und ja, wie gesagt, das wäre praktisch so der Ablauf von dem Ganzen. Also ihr seht immer, also am besten ist wirklich, ihr habt zwei Bildschirme, dann könnt ihr den Player hier auf dem zweiten Bildschirm legen, könnt euch dann auf dem ersten Bildschirm um das Spiel selber kümmern und seht dann halt hier auf dem zweiten Bildschirm auf dem Player immer genau, welche Ansage gerade dran ist, welche aktuell ist, damit ihr dann genau wisst, okay, ich spiele jetzt die richtige ab, nicht, dass ich praktisch in Potsdam ankomme und spiele die aktuelle Ansage für Begrüßung Berlin ab, das wäre dann natürlich falsch. Von daher könnt ihr das so halt immer ganz gut nachvollziehen. Ich empfehle euch wirklich einen zweiten Bildschirm, den ihr euch dabei stellt. Macht die ganze Sache einfacher.
wie ihr euch den Busboard nochmal installiert, das werde ich euch in einem gesonderten Video noch erklären. Wird auf jeden Fall zeitnah geschehen. Ich hoffe, ich konnte euch soweit erstmal helfen. Wie gesagt, wir können das Ganze ja nochmal so ein klein bisschen schnell durchlaufen, durchgehen. Also wie gesagt, ihr ruft die Seite auf, www.fairsystem.de Produktpage, beziehungsweise ihr geht auf dieses, so wäre die Seite www.fairsystemsound.de. Dann landet ihr hier auf diese Seite, auf diese Home-Seite, also allererste Seite, die halt finden ist dann. Und dann geht ihr auf den Launcher, geht nach unten, geht zum Launcher. Vorher könnt ihr euch die Anforderungen des PCs, beziehungsweise die Systemanforderungen nochmal durchlesen, könnt ihr auch hier durchlesen. Und den bekommt ihr, wie gesagt, kostenlos. Jetzt zum Abo selber. Ich kann euch ja noch ein bisschen zum Abo und so weiter erklären, wenn wir schon mal gerade da sind. Das Abo. Wie gesagt, es gibt ein 14-tägiges kostenloses Testabo, was nach der Testzeit automatisch endet. Das ist ganz wichtig, ja? Nicht, dass ihr euch dann wundert, warum habe ich kein Abo mehr. Das endet. Es fällt nicht automatisch in die kostenpflichtige, ins kostenpflichtige Abo, sondern es endet. Ihr müsst euch dann selber ein kostenpflichtiges Abo erstellen. So. Ihr seht es hier, unser Abo, wir wollen Ihnen gerne erklären, warum wir ein Abonnement, blablabla. Ihr könnt euch das ja dann selber durchlesen. Es kostet natürlich auch jede Menge Arbeit und Geld, das Ganze zu erstellen. Ihr könnt euch vorstellen, was das an Arbeit ist, die ganzen Ansagen haargenau und punktgenau zu den Szenarien herzustellen und einzusprechen und so weiter. Da kann ich schon verstehen, dass man da auch irgendwie wieder was zurückhaben will. Und wie gesagt, ihr seht hier die ganzen, ja, Entwicklung, Dienstleistung, Bereitstellung, Kundenservice, das gehört alles zu der ganzen Arbeit dazu und dann kann ich auch verstehen, warum man da ein Abo machen will und das monatlich sich wieder reinholen will, weil es ist einfach eine Heidenarbeit, eine Haufenarbeit und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist auch eine verdammt gute Arbeit, die das System Sound Design da leistet. Allein die ganzen Sprachaufnahmen für die Kosten, ganzen Szenarien, es ist ja nicht nur für den Busboard, auch für den Trainboard und Flightboard und für den TS und so weiter. Da muss man echt sagen, Hut ab, eine richtig gute Arbeit. So, dann gehen wir mal zu den ganzen Kosten. Busboard 0 Euro inklusive Freischaltung Launcher, der wird damit freigeschaltet, gültig für 14 Tage, 14 Tage kostenlos testen und dann das Abo an sich, wenn ihr das dann weiter nutzen wollt. Kostet euch das jeden Monat 6,95 Euro. Wie gesagt, das finde ich eigentlich noch relativ human, muss ich ganz ehrlich sagen. Also 6,95 Euro, 7 Euro für so eine Arbeit für die ganzen Ansagen. Weiß ich nicht. Kann man eigentlich nichts zu sagen. So, ein Abonnement kann jederzeit zum Ablauf des laufenden Monats gekündigt werden und bleibt bis zum Ende des laufenden Monats gültig. Auch wenn es vorzeitig gekündigt wird, also versteht sich eigentlich von selber. Ne? Wenn ihr praktisch Mitte des Monats kündigt, sagt, mir gefällt das nicht mehr, ich will nicht mehr, dann habt ihr noch bis Ende des Monats habt ihr das Abo noch und dann endet's. So viel zu dem Abo. Flightboard ist im Moment noch in der Entwicklungsphase bzw. in der Beta-Phase. Aber auch das wird es bald geben. Falls ihr mit den Flugzeugen euch lieber beschäftigt, da gibt es ja auch einige, die gerne Flugzeuge fliegen und so weiter. Wenn das soweit ist, mache ich mir das, glaube ich, auch. Ich weiß es noch nicht. Das sind hier so weiter. Das Flightboard ist kompatibel mit Microsoft Flight Simulator 2020 und X-Plane. Folgende Flugzeugmodelle werden dabei unterstützt. MSFS 2020, Fly-by-Wire und so weiter. Ihr seht es ja selber. X-Plane und so weiter. Ich kenne mich mit Flugzeugen nicht so aus. Da seid ihr vielleicht besser die sich für Flugzeuge interessieren. Es gibt den personalisierten Boarding-Aufruf. Es gibt Sicherheitsansagen. Es gibt den Bodenpersonal, personalisierten Ansagen aus dem Cockpit, personalisierte Ansagen der Kabinencrew und ATC. Und hier sind halt wieder die Systemanforderungen, die ihr dafür benötigt. Wie funktioniert das Flightboard? Ja, ist praktisch genauso wie mit dem Busboard. Da gibt es jetzt nicht viel Unterschied. Sie sehen immer, welche Ansagen zum Abspielen bereitstehen und welche Ansage darauf folgt. Auswahl der Ansagen, Begrüßung, Kabinencrew, Sicherheitsansage, Begrüßung, Kapitän. Service, Kabinencrew, Cockpit, Beginn, Sinkflug, Sicherheitsansage, Sinkflug, also zum Beispiel anschnallen und so weiter. Ihr kennt das.
Kabinencrew aufs Ankunftsansage nach Verlassen der Landebahn. Traffic Control, Ground Tower und Radar. Sie haben mehrere Optionen des Flightboard zu bedienen. Bedienung per zweiten Bildschirm mit Touchscreen-Funktion, Bedienung mit Mausanzeige auf dem Bildschirm bzw. zweiten Bildschirm, Bedienung durch Hotkeys, die Sie selbst vordefinieren, Bedienung über Tastenbefehl am Joystick, die Sie selbst vordefinieren. Und dann gibt es hier halt noch Settings. Ihr könnt euch das selber durchlesen. Und dann seht ihr hier den Entwicklungsstand. Ja, Dezember 2021 bis April 2022 wurde das Ganze geplant. April 2022 bis September 2022 wurde die Ausschreibung gemacht. Dann seit Oktober bis Dezember 2022 Programmierung. Januar 2023 ist das Ganze in der Beta-Phase und Veröffentlichung halt demnächst. Ihr seht es ja auch hier, demnächst verfügbar. Den genauen Veröffentlichungszeitpunkt werde ich euch noch rechtzeitig bekannt geben. Für alle die, die sich gerne mit Flugzeugen beschäftigen. So viel dazu zum Flightboard. Gehen wir noch auf die Trainboard. Das ist ja für unsere schienengebundenen Freunde ganz wichtig, auch für mich. Ich freue mich da auch sehr drauf. Ja, dann, ihr kennt das ja aus der früheren Version von Fair System. Da gab es ja schon diverse Szenarien, wo es Ansagen gab und auch Banus, Atmosphäre und so weiter und so fort. Ja, der Trainbot ist ein unverzichtbares Tool für jeden, der sich für Zugsimulationen begeistert. Ich glaube, da können wir uns alle nur anschließen. Es gibt passend zu einem bestimmten Szenario Stationsansagen, Bahnhofsansagen, Ansagen des Zugpersonals sowie die Kommunikation mit der Fahrdienstleitung Leitung in Verbindung mit bekannten Simulatoren abzuspielen. So, dann wieder der bekannte Text über das Trainbot, der Infotext, der könnt ihr euch selber dann euch das alles durchlesen. Ich möchte euch jetzt nicht langweilen damit, dass ich das hier alles vorlese, das könnt ihr selber machen. Systemanforderung ist klar. Anschließend starten Sie Ihren Train-Simulator, also der ist wirklich nur für den TSC im Moment noch gültig, aber ich habe Leuten hören und schon gelesen, dass auch in Zukunft Ansagen für den TSW 3 kommen sollen. Ja? Ich weiß noch nicht genau wann, aber die sollen kommen für Train Simulator 3 Ansagen. Das wäre natürlich mega, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Train Simulator 3 mit Ansagen, das hebt das ganze Spiel auf eine neue Stufe. Also das wäre wirklich genial. Nach Aktivierung vom Szenario erhalten Sie eine Audioanweisung zum Verlauf. Nach der Audio- bzw. Videoanweisung steht das Trainboard startbereit und wartet auf den Einsatz. Selbstverständlich haben wir dabei gedacht, dass jeder PC-Triebfahrzeugführer unterschiedlich lange braucht, um einen Zug startklar zu machen. Das bedeutet, Sie selbst entscheiden, welche Ansagen zu welcher Zeit tatsächlich abgespielt werden. Es war ja in der Vergangenheit immer so, dass die Ansagen einfach liefen. Ja, ab einem bestimmten Zeitpunkt liefen die einfach. Egal, ob du schon bereit warst, ob du irgendwie Verspätung hattest oder so, wenn du noch irgendwie 10 Kilometer vom Bahnhof weg warst und die Zeit war aber schon fortgeschritten, dann lief das einfach. Und das ist jetzt nicht mehr so. Ihr könnt euch jetzt selber aussuchen, selber entscheiden, wann das Ganze abgespielt werden soll. Wenn ihr startklar seid, dann funktioniert das und ihr macht das selber. Finde ich eine sehr gute Sache. So, dann gibt es mehrere Optionen, das Trainboard zu bedienen. Und zwar Bedienung per zweiten Bildschirm. Ich sagte euch ja, zweiten Bildschirm besorgen, das ist ganz, ganz wichtig, erleichtert einiges. Bedienung per zweiten Bildschirm mit Touchscreen-Funktion. Dann Bedienung mit Mausanzeiger auf dem Bildschirm bzw. zweiten Bildschirm. Bedienung durch Hotkeys Taste 0 auf dem Nummernpad. Also damit wird jede Ansage aktiviert. Beim Busboard, beim Flightboard, beim Trainboard. Immer mit der Taste 0 auf dem Nummernboard. So, dann kommen die Settings und so weiter. Das seht ihr ja, könnt ihr euch durchlesen. Und so sieht das Ganze dann in Zukunft aussehen. Ja, Zuggattung ICE als Beispiel jetzt hier Strecke Frankfurt Highspeed, Linie 1021, also ja, ICE 1021 würde das Ganze dann heißen. Ansagestimme, Zugchef Gong. Also praktisch der Gong, wenn die Türen zugehen und so weiter. Richtung Hinfahrt. Und dann könnt ihr dann, wenn das Szenario es zulässt, dann auch die Rückfahrt das Ganze dann machen und ist kompatibel mit TSC, Train Simulator World, also Train Sim World und Suzy. Player-gesteuerte Ansagen, Stationsansagen, Sprachspeicher, Ansagen, Zugpersonal, Bahnhofsansagen mit Zeitangabe, Ansagen, Fahrdienstleistung, Leitung und Ausstieg. So, und wie weit sind die hier? Dezember 2021 bis April Planung, ist praktisch genauso wie beim Flightboard. Demnächst Beta und Veröffentlichung dann demnächst. Also mit dem Trainbot, das dauert noch einen kleinen Moment. Die sind
Die Beta-Phase kommt demnächst und Veröffentlichung dann auch. Also ich bitte euch dann noch etwas um Geduld, aber ich denke mal, so Ende des Jahres wird das Ganze dann verfügbar sein. Wie gesagt, das Ganze benötigt sehr viel Arbeit, sehr viel Zeit und es soll ja perfekt werden für euch. Deswegen gebt dem Ganzen ein bisschen Zeit. Ende des Jahres soll das Ganze startklar sein. Ist jetzt auch nicht mehr so lange. Ja, wir haben ja fast August. Und wie gesagt, die 4 Monate, denke ich, kann man auch noch warten. Dafür, was euch dann erwartet, ist, glaube ich, ich glaube, dafür lohnt es sich zu warten. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. So, dann gibt es hier noch die Systemanforderungen, aber die habe ich euch ja schon praktisch erklärt. Die sind ja praktisch nicht viel anders als beim Busbot auch. Ja, so viel zu den Abo, zu den ganzen Soundboards. Dann das Soundboard selber. Ihr seht selber, dann könnt ihr hier noch aussuchen. Fernverkehr, Güterverkehr. Das sind dann die Szenarien. Die gibt es ja auch schon, die gab es ja auch schon im alten, auf der alten Seite von Festivals und Sound Design. Ja, dann seht ihr die ganzen Soundboards, also die Szenarien. ICE 1021 und so weiter, Pluspacks. Ja, das sind dann halt so die Fernverkehrsszenarien. Dann gibt es natürlich noch die Güterverkehrsszenarien. Ja, diverse Szenarien halt. Und es gibt natürlich noch Ingo Ruf. Das ist der ganze, der das einspricht. Ja, Ingo Ruf, den kennt ihr bestimmt, der ist allseits bekannt. Und hier seht ihr auch die Szenarien, die ihr selber wirklich angesprochen habt. Da steht es ja auch immer drüber, Ingo Ruf. Und wie gesagt, er hat eine sehr angenehme Stimme, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir sehr gut. Dann gibt es noch, natürlich noch den Regionalverkehr. Ja, Nahverkehr. Auch natürlich die englischen Freunde sind da vertreten. Und dann gibt es natürlich noch die Repaints, die ihr euch hier erwerben könnt. Ja, diverse. Könnt ihr es noch mehr laden, aber möchte ich gar nicht im Moment. Ihr seht ja selber, die ihr euch da die Preise und die ihr euch dann da zulegen könnt. So, so viel zu der Seite im Moment. Und hier könnt ihr euch im Übrigen anmelden. So würde das Ganze dann aussehen. Ich bin ja bereits Mitglied, ihr seht selber. Stimmt nicht mit. Stimmt nicht überein. Ah, der hat die automatisch genommen. Muss ich jetzt gucken. Ich muss mich ja jetzt nicht unbedingt anmelden, wenn es jetzt nicht normalerweise. Ja, hat funktioniert. War nur die falsche E-Mail-Adresse, alles klar. Ja, ich wäre jetzt angemeldet und wenn ihr dann angemeldet seid, dann könnt ihr euch halt hier das, über die ganzen Situation, über die ganzen Dinger informieren und euch dann halt auch die Szenarien, die Repaints und so weiter zulegen. Also ihr braucht ja schon ein Konto, aber das habe ich euch ja schon am Anfang erklärt. So, so viel zu der ganzen neuen Seite hier von Festivals & Sound Design. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig helfen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, wie ihr den Busbot selber installiert, dazu gibt es noch ein Video, versprochen. Aber ich hoffe, ihr seid jetzt ein wenig schlauer. Wie gesagt, am besten wäre, ihr legt euch einen zweiten Bildschirm zu, einen zweiten Monitor. Ihr seid dann einfach auf der sicheren Seite. Ihr könnt euch dann den Player auf den zweiten Bildschirm legen. Könnt euch da immer, wie gesagt, die aktuelle Ansage sehen. Macht da nichts falsch und erleichtert die ganze Sache. Ja, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Ich versuche es euch dann noch weiterhin zu erklären, auch gerne noch in einem Privatvideo. Ich hoffe, ich konnte euch soweit erstmal helfen. Wenn noch Fragen sind, schreibt sie in die Kommentare. Alle Infos noch zur Installation des Busboards folgen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag. Bleibt gesund, bleibt mir treu, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal in einem nächsten Video. Macht's gut, haut rein. Ciao, servus und tschüss. Euer der Danny Spieters. Macht's gut. Bye, bye.